Hallo zusammen, ich habe hier den Kühlschrank WEMO 62N. Band rechts, ihr könnt den Kühlschrank auch umwandeln, dass der Griff auf der Seite ist und die Scharniere hier. Wir haben hier ein kleines Eisfach und wir haben hier eine Öffnung, dass man hier auch Literflaschen reinstellen kann oder Tabla rausnehmen und dann 1,5 Liter Flaschen hier nebendran hinstellen. Oder ich kriege auch die hier in die Türe, dann muss ich aber das Tabla hier aushängen, dass ich nur Flaschen reinkriege. Das hier ist ein Eisfach, also kein Tiefkühlfach, es reicht zum Eiswürfel machen oder kurzfristige Aufbewahrung von Lebensmitteln. Bei Rahmspeiseeis wird schon kritisch. Also nicht ideal geeignet, ein paar Stunden, kein Problem. Von vorne her, wir haben auch hier, wie bei anderen Kühlschränken, einen Einbaurahmen. Das heißt, ich kann den türbündig montieren, dass die Türe bündig ist, oder ich kann den Einbaurahmen zurückschieben, dass die Türe vorsteht in die Richtung. Auch hier habe ich die Lüfterstellung, ich mache hier auf, schiebe den Riegel rüber und der ist dann offen, so dass er belüftet werden kann. Riegel wieder zurück und wieder einschieben. Von hinten her oder von der Seite her, dieser Kühlschrank ist an sich ein Nachbau von Engel. Engel war auf Booten sehr verbreitet, vor allem in amerikanischen Booten und skandinavischen. Und der Engel ist eigentlich nur bis hierher und dann ist das Aggregat hinten über die ganze Länge und dann hat es hier Platz. Jetzt gibt es Boote, die haben hier einen Bootsrumpf und aus diesem Grund diese Schräge, dass es reinpasst bei den Booten, die eben direkt am Rumpf montiert werden. Und wir gehen hier zu den Maßen von diesem Ausschnitt, also Türe. Von der Türe bis ganz nach hinten habe ich 47 cm. Unten habe ich nur 40 cm. Das heißt, ich habe hier den Ausschnitt, setze ich 7 cm rein und von der Höhe vom Boden bis zu 13 cm. Hier habe ich diese Schräge, die dann wegfällt, das heißt, wenn hier irgendwo noch was durchläuft, ich hatte auch schon im Wohnmobil ein Thema, dass hier ein Heizungsschlauch durchläuft, obwohl das natürlich nicht ganz ideal ist, hier hinten einen Heizungsschlauch montieren, aber ihr wisst, jedes Wohnmobil ist einen halben Meter zu kurz, das trifft auch bei Booten zu. Zur Technik, wir haben hier ein Danfoss Secop Kompressor BD35, das ist der meistverbaute Kompressor auf dem Weltmarkt. Wir haben hier dann die Steuerung. Hier gibt es eine Option, dass wir anstelle von der Steuerung hier diese Steuerung haben. Hier habe ich den Vorteil, hier habe ich eine Vorrangschaltung auf 230 Volt. 230 Volt. Vorrang, dass zum Beispiel das Boot im Hafen oder wenn ich Landstrom habe, auch im Wohnmobil mit dem Campingplatz, kann ich diesen Kühlschrank vorrangig auf 230 Volt betreiben. Weitere Optionen haben wir außer dem Einbaurahmen und dieser 230 Volt nicht an diesem Kühlschrank. Wir kommen hier nochmals zum Energieverbrauch. Wir haben hier bei 5 Grad innen, 25 Grad außen, einen Energieverbrauch von 10,3 Watt. Das ist der durchschnittliche Energieverbrauch über 24 Stunden. Das heißt, in 24 Stunden braucht dieser Kühlschrank 248 Watt. Und wenn ich dann eine Standardbatterie rausnehme mit 100 Ampere, dann hält er 4 Tage. Ja, das
ist das von diesem Kühlschrank. Wir haben hier noch ein Modell. Dieser ist ja 45 breit. Wir haben ein Modell, das nur 38 breit ist. Das ist der Wemo 51. Da mache ich euch in der Endcard einen Link dazu. Und was es auch gibt für diesen Kühlschrank, das ist neu, das vergesse ich immer, ist der externe 52, der externe digitale Thermostat. Das heißt, Standard ist hier ein mechanischer Thermostat drin, der ist hier hinten versteckt. Dann gibt es Leute, die sagen, ich habe den Kühlschrank am Boden und da muss ich immer auf die Knie zum da drehen. Ja, ihr müsst den einmal einstellen und dann hat sich's. Aber mit dem Digitalthermostat Standard mit 1,5 Meter Leitung, der ist dann fliegend, kann ich den oben einbauen oder irgendwo und so habe ich hier natürlich die Temperaturanzeige. Ich verlinke euch hier oben den 51er und den Digitalanzeige hier oben und ich wünsche euch einen schönen Tag.